So, hallo von der Meerschweinchenfarm. Ich nehme euch heute gleich wieder mit beim Aufmachen. So. So, oder? Ihr Servus, Foxy. Immer bei Rol. Mein, wie heißt der, unser guter Freund, der Poncho, hat gerade einen Pilz beim Auge. Aus was für ein Grund auch immer. Geil. Da liegst. So, da hinaus gehen wir, geil. Ja, jetzt gehen wir hinaus. Was schaust du aus mit dem Auge, he? Geil? Ja, es ist ja wirklich geil, wenn man mal aufgestanden ist, he? Wichtig ist nicht kratzen. Geil? Nicht kratzen. Da schaust du mich an, Felix. Tja, gibt es dann was zum Essen, geil? So, schauen wir mal. Na, jetzt war. So. Zack. Aha, das habt ihr euch wieder so gedacht. Da sieht man die Tür nicht gescheit zu machen. Gell, Fritzi? Da wieder so gedacht. So. Dann. Da hat sich jetzt eine richtig coole Gang gebildet. Die drei Burma und die. Na, sag mal den Namen. Sag mal den Namen. Die Tini. Mann, ich das hier. So, jetzt lassen wir da ein bisschen offen, frische Luft haben wir, gell? Na, Spezi. Ja, gell. Jetzt machen wir wieder mal ganz auf. Ja, wenn wir gute frische Luft haben. Da werden alles sich so glas mit Heu aufbettet und alles zusammenfressen. Ja. Jetzt sind wir extra auf ein zweitklassiges Heu zum Ausbetten gegangen, gell? Trotzdem, Spezi, trotzdem. Heute bin ich nicht so blöd mit den Namen. Die Percy, die habe ich am Topbahn aufgetan. Die ist schon, genau, dass mir mehr zum Körnerfressen hat. So, oder die Herrschaften? Wer inzwischen eine Neuigkeit, wer inzwischen auch schon raus. Geht immer Rosi und Derek sind eh heraus. Die Neuigkeit, wer inzwischen auch schon raus. Geht die Daisy, gell? So, dann machen wir da noch. Geil. Geht's euch denn? Gut geschlafen, ja? Ha, gut geschlafen? Jetzt hoffen wir, dass du ganz lang stehen bleibst, dass du ganz lang draußen bleiben kannst. Geil. Jetzt müssen wir erst den Bestand von die Abgabetiere ein bisschen abbauen. Sonst wird das super lustig. Und meine Herbstmildenbehandlung muss ich durchziehen. Ja. Das ist immer so eine Phase, gell, da wo es dann mit der Umstellung dann auf das Kühle, wo es dann wieder so eine Gefährdung mit den Milben ist. Da bloß nicht anfangen zum Kotzen. Ja, das, ich habe schon erzählt, dass du schon heraus bist, gell? Dass du schon ein paar Meter marschierst da auf deiner Laufbahn. Und du weißt das, dass du bei den ganzen Stauden herumlaufen kannst. Eine neue Welt würde sich eröffnen. So, dann. Jetzt habe ich schon mal so einen Kraftfuttersack besorgt, weil es ja jetzt dann kälter wird und die sie ja dann mehr Stärke brauchen. So, was jetzt die Bank ein Neues begonnen hat, das ist auch so witzig. Sie schläft jetzt immer in dem Zelt. Das habe ich jetzt nämlich neu dahergestellt. Also, Semmel, gell? Du hast dich wieder beruhigt mit dem zweiten Frühling, wo wir alle segieren müssen, ja? Gell? Da hat der arme Nugget kurz einmal dran glauben müssen. Aber Semmel, gell, mit unserem Trick 17, was haben wir gemacht im Stall? Eine kleine Trennwand rund um dich. 3 Tage und dann war wieder Ruhe. Wanka, von dir habe ich schon erzählt, was du selber bist, gell? Ich hab schnell wieder rein. Ein solche Stubenhocker heuer. Unglaublich. So. Machen wir mal auf in Texas City, gell? Jetzt machen wir mal auf in Texas City. Zara, da sind noch Abgabetiere. Ja, na du. So, da. Daisy. Ich habe schon eine kleine Phobie, wenn ich irgendwo nur was sehe, kratzen oder irgendeine kahle Stelle und nicht schon wieder Milben. Aber mit diesem Kieselgur, wenn ich es da prophylaktisch immer mache, also zwischendrin,
Das funktioniert ganz super. Nicht kratzen, Nugget. Nicht kratzen. Ja, gleich gibt es dann was. Jetzt haben wir noch, jetzt muss ich noch mein Kind versorgen und dann. Also dann, tschüss von der Farm.